Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Wolfenstein Youngblood. Wir machen als nächstes die Mission der Laserschneider. Finde den Laserschneider. Ein Team des Widerstandes wurde losgeschickt, um sich mit Hilfe eines Laserschneiders Zutritt ins unterirdische System von Bruder 2 zu verschaffen. Das machen wir natürlich, weil dann können wir Bruder 2 noch betreten. Und gucken, was wir sonst so nebenbei noch machen können. Wir müssen dazu. Oh ja, hier ist direkt die Metrocard. Hier ein Gefangenenareal 4. Laserschneider. Jawohl. Let's go. Schon eine kleine Zeit lang nicht mehr gespielt. Weil irgendwie hat mich die Sucht von Assassin's Creed Valhalla gepackt. Ja. Naja. Jetzt sind wir aber auch hier wieder unterwegs und machen hoffentlich Fortschritte. Erstmal wieder Munition. Gucken, was wir so haben. Ah, das ist. Ach so. Okay. Sowas habe ich noch nie gesehen. Y. Doch, erinnert mich an das Arbeitslager in Kroatien, von dem Papa erzählt hat. Von dieser verrückten Regierung. Okay, das war das. Machen wir es auf die alte Art, Schwester? Scheiße. Okay, what the heck? Okay, das ist mir schon klar. Wo komme ich zu meinem verdammten Waffenrad? Hau rein, Schwester. Ach, scheiße. Nicht dumm. Ah, scheiße, das war das. Kann ja nicht sein, dass ich hier mit Mausrad alle nochmal durchwechseln muss. Konnte ich da auch noch irgendwie, konnte ich den doch umstellen, oder? Hä? Egal. Okay, suchen wir dieses Laserdings. Schon dabei. Ich auf die Entfernung nicht treffe. Das ist eine Schrot. Die trifft auf keinen Fall. Alter, ist die Mausgeschwindigkeit hier hoch in dem Spiel. Meine Fresse. Kann ich. Scheiße, nee. Ich darf meine Maus so gut wie gar nicht bewegen.
Aber es ist noch nicht vorüber, Leute. Scheiße. Hast du sie gefunden? Ich da nicht. Nein. Hey, du! Gänge! Willst du mich verarschen? Ich glaube an dich, Schwester. Antrag bestätigt, Kommandant. Trupp ist gleich bei Ihnen. Erstmal hier wieder klarkommen. So, habe ich hier? Nee. Ich kann an meiner Maus noch DPIs verstellen und alles, aber irgendwie. Es ist echt viel zu schnell. Oh Gott. Steuerung. Horizontale, vertikale Empfindlichkeit. Oh. Yo, ist da. Ich bewege meine Maus ungefähr so. So, jetzt warten, bis eine Fertigkeit der wieder voll ist. Mir geht's gut. Hey, entschuldige dir was, Schwester. Ich will mit darüber kommen. Oh, Charakterfähigkeit. Naja, Daumen hoch, Schiebe, Macht. Ach, hier Stufe 30 erst. Und kostet dann 4. Okay, also sollten wir die nächsten einfach sparen. Bei Stillstehen nichts verbrauchen, was sicher sinnvoll. Mädels, das Regime wird ein Treffen ganz in eurer Nähe abhalten. Geht zum Treffpunkt und versteckt ein Mikrofon im Telefon. Damit werden Informationen. Ja, kann ich hier Karte öffnen? Nein. Aber oben rechts auf der Minimap sehe ich da so einen Zwischendurchgang. Genau wo sie steht hier. Ah, Abkürzung, die man dann freischalten kann. Na klasse. Der Eingang zu Bruder 2, so. Alles klar. Puh, ich will hier möglichst. Sie sind nicht da. Haltet die Augen offen.
Okay, das Haus hier bringt mir, glaube ich, nichts. Das hatte ich ja schon mal durchsucht, ne? Dass ich echt nicht auf eine Karte gucken kann, das ist mal wieder echt nervig. Das lief doch schon mal halbwegs gut. Nee. Was, sie lebt noch? Abby, dieses Laserdingens hat keinen Saft mehr. Verstanden. Ich übergebe an Gemma. Gut, Mädels. Ich weiß, dass das Regime Laserbatterien irgendwo auf dem Siegesboulevard lagert. Damit solltet ihr das Gerät wieder zum Laufen bringen. Na super. Kann ich hier wenigstens irgendeine Abkürzung dann jetzt freischalten? Oh, schaue sich doch das eine mal an. Theoretisch ist der ja hier näher. Hier rüber dahin. Hört zu, Mädels. Eine sehr wichtige Zielperson hat ein Auto ganz in eurer Nähe geparkt. Platziert eine Bombe am Fahrzeug. Viel Glück, Schwestern. Naja, die ganz Mini-Nebenmission. Ich hätte doch den anderen Weg nehmen sollen. Scheiße. Mann. Kanalisation. Scheiße.
Immer finden wir hier Vorräte, ey. Ja, ich hätte hier einfach nur außen rum gehen sollen. So, was Siegesbulle war, ne? Den Radiosprecher bin ich immer in der Nähe. Alles ja klar, die Vorbereitungsmission für Bruder 2, die dauert. Okay, Gemma meinte, die Laserbatterien wären hier irgendwo versteckt. Okay, okay, kann ich nochmal in die Option? Steuerung? Horizontale Empfindlichkeit. Kann ich die einfach auf einstellen? Ui. Ist immer noch ultra schnell. Das ist auch die Lautlose. Kein Problem, Mann. Jo, Gemma. Oh, der kommt jetzt sogar hierher. Praktisch. Darüber hoch. Was? Okay, hier ist noch irgend... Wo ist der andere Kommandant? Ist der hier unten? Ja, hier. Okay.
Und auf geht's. Pass auf. Wir haben von mir. Ich hab die Batterie für das Laserdings. Das erinnert mich daran, wie Kenneth in der Fall des kuriosen Chamäleons vom Tweet-Terrorist. Ja. Töte den Radiosprecher, den können wir hier machen. Okay, töte den Radiosprecher. Wenn wir schon hier sind, können wir das hier noch mit erledigen. Achso, ich dachte, die hat nicht mehr volles Leben. Okay, der Radiosprecher ist also da drinne. Jetzt hat die Frage, wie wir in das Gebäude da reinkommen. Was hält er denn aus? Das hätte sie erledigt. Wo? Ah, so. Soft, helf mal. Ach, Soft nicht. Du bist ja nicht Soft, ne? Ich bin ja so. Ach, egal. Aber Leute, wisst ihr was? Die Folge hier ist vorbei. Wir sind schon am Ende angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Gerne ein Abo, um mich zu supporten. Natürlich aktiviert die Glocke für euch, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dann. Haut da rein.